Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, EP angezockt. Schauen wir mal, wie viel wir spielen. Und ich bin nicht allein. Mit mir ist heute Emma Standard. Ja, hallo. Und ja, wir haben vor, hier im Mehrspielermodus ein bisschen gegeneinander zu spielen. Aber zunächst hat mir Standi geraten, doch erstmal bitte das Tutorial zu spielen, damit ich es ihm nicht zu einfach mache. Nein, so habe ich das nicht gesagt. Verdreh mir bitte nicht die Worte im Mund. Du kennst das Spiel halt noch nicht. Habe gesagt, komm, bist ja auch ein Mädchen. Und vielleicht besser, wenn du dann erstmal Tutorial spielst. Ja, eben. Vor allem, weil ich ein Mädchen bin. Genau. Und Standi hat ja schon sehr viel Erfahrung. Standi hat ja auch schon das, vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen, er hat ja das Tutorial schon auf seinem Kanal gezeigt, tatsächlich. Und jetzt hilft er mir so ein bisschen dabei, das hier zu zeigen. Ja, ich mein Bestes, bin auch kein Profi in dem Spiel. Ja, wird sich noch zeigen. Hast du denn Heroes of Might and Magic gespielt? Nee. Kennst du die Reihe? Kennst du auch nicht? Ich kenne sie, aber ich habe sie selbst nie gespielt. Dann fehlt ja natürlich ein bisschen was an Wissen, aber das ist unschädlich für das Spiel selbst. Gut, das kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ins Tutorial. Ich hoffe, das ist hier unter Einzelspieler. Schauen wir mal. Kampagne? An mir, genau. Gut. Ja. Was haben wir denn hier? Kampagne, was, warum sind hier drei? Ja, das halt gibt die eigen erstellten Kampagnen ganz rechts. Wie von Fans, die kannst du dann runterladen aus dem Workshop. Ansonsten kannst du, glaube ich, die beiden Kampagnen halt spielen hier von Tapferherz und die, ja, was sind das so? Waldbevölkerung, sag ich mal. Okay. So Froschwesen. Das sind die Grünen. Okay. Also die mit der grünen Fahne. Mhm. Und das Tutorial verbirgt sich bei beiden oder wo kriege ich das? Ich würde jetzt einfach behaupten, ja. Also ich selbst habe es nur ausprobiert bisher mit Tapferherz, ganz links, okay. Die blauen. Und das andere kenne ich auch noch nicht. Dann würde ich sagen, starte ich hier auch mal rein. Also das erste Lied, das Lied von Tapferherz. Cecilia Tapferherz, junge Baronin der Baronie Tapferherz, muss sich Feinden im Inneren wie von außerhalb stellen, um ihre Macht zu wahren und ihr Volk zu schützen. Tapferherz wird obsiegen. Schauen wir mal, ob wir das werden. Ich, keine Ahnung. Mission 1. Das ist das Tutorial? Okay. Mhm. Eine neue Baronin. Im Jahr 593 N.A. wurde die junge Cecilia Tapferherz nach dem verfrühten Tod ihres Vaters zur Baronin. Da Erzlieferungen aus den reichhaltigen Minen Borkenspawns verschwanden und Gerüchte über Banditen das Ohr der neuen Herrscherin erreichten, führte Cecilia eine kleine Streitmacht, um den verschwundenen Ressourcen nachzugehen und das Recht in der Baronie wiederherzustellen. Ja, normal schaffe ich, oder? Jo, es gibt auch nur schwer. Gut, dann lassen wir normal. Ja. Das reicht erstmal. Ja. So, mal gucken, was uns erwartet. Oh, man muss alles vorlesen. Okay, verlorene Fracht. Cecilia Tapferherz, die neue Herrin der Baronie Tapferherz, war auf dem Weg zu den Steinbrüchen von Flint Hill. Sämtliche Steinlieferungen aus dieser Region waren zum Erliegen gekommen und sie war entschlossen, den Gründen dafür nachzugehen. Sie vermutete Banditen und Bauernaufstände und hatte bereits Truppen in die Region entsandt, um die Ordnung wiederherzustellen. Okay. Genau. Das ist jetzt rundenbasiert, diese Bewegung. Du hast, das siehst du oben. Mhm. Oben links neben deinem Charakterbild siehst du vielleicht dieses Kreuz mit dem gelben Ring. Das hier? Das ist deine Bewegung, die du hast, genau. 12. Okay. Und unten hast du natürlich die Minikarte und das Ziel, Feuersteinhügel, wird ja genau da angezeigt und in die Richtung soll es dann vielleicht gehen. Unterwegs kannst du solche Sachen zum Beispiel anklicken und einsammeln, wie zum Beispiel den Saum, den Baum, den Saum, den Baum. Ach da, Geigenbaum. Genau. Okay. Huch, Bewegung. Ja, kriegen wir hin. Das genau, das kriegen wir hin. Geh erstmal zum Baum, klick den mal an. Genau. Hallo? Ach so, zweimal. Der Tod kommt zu uns ein, früher oder später. Dafür hast du 250 EP bekommen. Schön. Und so sammelst du die Sachen halt auf der Karte ein. Wichtige Sachen, weil du dabei nachher auch Rohstoffe einsammelst, die du brauchst, um neue Puppen zu bauen, deine Städte auszubauen und solche Sachen. Okay. Was ist das hier? Aurianischer Meilenstein. Okay. Du hast jetzt zwei Bewegungen bekommen, genau. Huch! Oh! Okay. Toter Kommandant, Quelle des Reichtums. Hi! Der ist aber klein. Ein toter Kommandant.
Der tote Kommandant trug die Farben von Tapferherz und das Erkennungszeichen der Rabenreserve. Gestohlenes Erz, das war eine Sache, doch eine Revolte gegen die Truppen von Tapferherz war eine ernstere Angelegenheit. Ich glaube, du kannst ja nochmal anklicken. Echt? Okay. Ich kann nicht. Jetzt ist deine Währung vorbei und entweder drückst du jetzt Return oder ganz unten rechts auf den Haken. Ah, hier. Okay. Stufenaufstieg. Okay. Bevor du jetzt irgendwas machst, du siehst, wie zum Beispiel der Soldat immer noch am Glänzen ist manchmal, dass er so, ja, so wie jetzt, dann heißt das, dass du den nochmal untersuchen kannst oder noch nicht komplett untersucht hast. Ah, okay. Also es gibt Gold, 900 und ein Dolch. Bei der Leiche finden sich ein altes Artefakt. Es könnte sich in Zukunft als nützlich erweisen. Ach so, ich kann es verkaufen oder nehmen. Im Prinzip ist das so, genau. Oder ich habe immer gedacht, man muss sich jetzt entscheiden, was nimmt man ihnen weg, den toten Kommandanten, den Dolch oder das Gold? Ja. Nehme ich jetzt den Dolch? Ja, ne? Ich würde jetzt erstmal den Dolch nehmen, genau. Dann kann ich dir nämlich auch gleich das Inventory zeigen. Okay, der Hüter hat ein neues Artefakt erlangt. Inventar und Ausrüstung können auf dem Hüter... Okay, kriegen wir hin. Genau, wenn oben da einfach mal draufklickst auf dein Bild oder auf den Charakterbogen, so geht's natürlich auch. Ja, habt ihr alle gelesen? Gut. Ihr könnt ja Pause machen. Du siehst zum Beispiel den Dolch, der automatisch ausgerüstet wurde. Und hier plus 1 Offensive gibt normalerweise nur 5, das siehst du links bei den Werten. Mhm. Du siehst unter dieser Spezialisierung hast du auch diese Ordnungsessenz, das ist jetzt eine Spezialität der Baronin. Und bei Essenzen kommen wir nachher noch dann im Kampf dazu, was das ist. Okay, Fertigkeiten haben wir Kommandieren und Behüten. Mhm. Dann oh, warte mal, ist da unten auch was? Oh, hier ist auch was. Okay. Ist ja so viel Zeug. Sehr schön. Ihr seid nichts. Hier hatte ich doch irgendwas. Nee, auch nicht. Okay. Komme ich da oben hin? Auch nicht. Okay. Was ist los? Achso. Das siehst du jetzt immer, wenn es ausgegraut ist, genau, ja. Dann hast du keine Bewegung mehr. Okay. Oh, oh mein Gott. Einige verwundete Soldaten traten aus dem Wald hervor und salutierten versiert. Dies waren Cecilias Rabenreservisten und offenbar hatten sie unlängst im Gefecht gestanden. Grüße, Baronin. Die Rabenreserven erwarten euer Geist. Oh, das ist gut, ja. Du machst immer die männlichen Sachen. Sehr gut. Leutnant, du hast einige Kämpfe gesehen. Wie ist die Lage? Wie steht es um die Minen? Unsere Späher haben Feinde in der Nähe ausgemacht, Herrin. Die Goldmine im Süden wurde von Rebellen eingenommen. Oh nein. Außerdem trafen wir nahe Feuersteinhügel im Westen auf eine unerwartet gut ausgerüstete Streitmacht. Wir erlitten schwere Verluste und waren gezwungen, uns zurückzuziehen. Okay, wie gut gerüstet? Das sind keine Bauern mit Ackergeräten und Messern. Die haben Armbrüste und Schwerter. An ihrer Seite reiten Raubritter. Das ist kein Bauernaufstand. Jemand hält mich für schwach und will den Tod meines Vaters ausnutzen, um weit mehr als nur ein paar Erzlieferungen zu stehlen. Wir müssen das Gesetz wahren und denen zeigen, dass sie einen Fehler begangen haben. Versammelt die Truppen. Wir marschieren nach Feuersteinhügel. Okay, wen nehmen wir mit? Achso, kannst tatsächlich alle mitnehmen? Du siehst da oben, dass du drei Slots hast. Zwei sind bisher belegt von Waldläufern und von Fußsoldaten. Okay. Und aber die kannst du beide noch mitnehmen. Ich kann beide noch. Achso, 5 von. Okay, ich sehe. Genau. Hallo? So. Gut. Sehr schön. Jetzt würde ich gern hier unten gucken. Genau. Wenn du dahin gehst, dann. Jetzt hast du den einen Obelisken übersehen, macht aber nichts. Habe ich. Achso, da hat. Der stimmt, der hat mich abgelenkt. Ich war noch gar nicht da, ne? Das stimmt. Altes Lager. Soldaten kampieren hier. Ihr Lager kann ausgeplündert werden, um Gold zu erhalten. Oder die Soldaten. Wir nehmen die Soldaten mit, würde ich sagen. Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz dorthin. So. Okay, was haben wir denn? Genau, wenn du da runter gehst, dann ist das halt die optionale Geschichte. Siehst ja da links die Goldmine zurückerobern. Ja, machen wir, oder? Ich glaube, eine ganz gute Idee. Du kannst auch zu einem Wasserfall gehen. Oh! Genau. Eine Weile an diesem Wasserfall zu rasten, erfrischt die Truppen. Plus 3 Bewegung. Schön. So, wen haben wir denn da? Die noch nicht kennt, sehen wir auch nicht, wie stark die wirklich sind. Normalerweise würde er es jetzt anzeigen. Also das ist jetzt so quasi hier so ein Schätzwert 1 und 25? Mhm, genau. Okay. Jetzt mit größerer Erfahrung wissen wir dann genau, wie viele das sind und auch, ob die uns gefährlich werden können. Warum bin ich eigentlich so riesig und die so klein? Was ist denn mit der nicht richtig? Ist groß gewachsen.
Leg die Waffen nieder. Diese Mine gehört der Baronie von Tapferherz. Sie gehört mir. Wir werden nichts dergleichen tun. Du solltest dich besser auf dein Schloss zurückziehen und dich auf einen Sturm vorbereiten. Irgendetwas sagt mir, dass einer im Anmarsch ist. Der einzige Sturm, der sich hier sammelt, bin ich. Zieht blank. Okay. Truppenaufstellung. Ja, das wird mir alle Standi sagen. So, habt ihr alle gelesen? Gut. Genau, Bombenkampf kannst du dich halt entscheiden, wie du deine Truppen aufstellst. Dabei macht es natürlich Sinn, wie hier zum Beispiel die Bogenschützen, dass sie auf einem höher postierten Posten stehen. Ach, das ist hier höher, ich sehe es gerade. Das ist hoch, ne? Okay. Genau. Und die beiden, da stehen dann die Rebellen stehen dann dort, vermutlich. Wir wissen nicht genau, wer da steht. Okay. Du könntest natürlich jetzt auf schnelle Schlacht gehen, da wird es automatisch berechnet. Aber wir wollen natürlich jetzt erstmal die manuelle Schlacht sehen. Ja, soll ich das einfach so lassen hier? Also, so lassen, dann sind wir nah dran am Feind, können direkt angreifen. Ja, bin ich dafür. Manuell, ne, ist das. Ich spoiler jetzt auch mal, bei dem Kampf wirst du wahrscheinlich nicht verlieren. Okay. So, dann sehen wir zum ersten Mal, wie hier das Kampfsystem funktioniert. Sehr schön. Schlachtgrundlagen. Alle gelesen? Sehr gut. Alle gelesen? Sehr gut. Schön. Genau, ihr könnt ja auf Pause machen. Ja, unten am Rand siehst du natürlich immer die Initiative, welche Truppen als nächstes dran sind. Dann kannst du auch sehen, nach unseren Schwerttypen sind die Gegner dran. Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt so weit nach vorne wie möglich. Das siehst du immer an dieser grünen Begrenzung, genau. Ja, da wird mir ja auch wohl kaum entgegenkommen als Bogenschütze, von daher. Genau. So. Weil du jetzt nichts machen kannst, außer dass du jetzt hier diese Barriere da oben angreifen kannst, aber die steht ja eigentlich im Prinzip nicht im Weg. Ich mache jetzt hier, ne? Genau. Okay. Ist der Gegner dran? Au. Oh, das tut aber weh. Oh Gott. Ja. Okay, weitere Zauber verfügbar. Dein Hüter hat mehr Essenz erlangt und nun stehen mehr Zauber für das Wirken zur Verfügung. Okay. Genau, wir haben Essenz erlangt, dadurch, dass wir beschossen wurden, beziehungsweise dass wir unsere, wie heißen die Schwertypen dann noch, die sich auf jeden Fall sich bewegt haben. Die Fußsoldaten. Und wir haben vier blaue Essenz, dadurch kannst du jetzt zum Beispiel den Zauber beschleunigen wirken. Würde zum Beispiel Sinn machen, weiß ich nicht, wieder auf die Bogenschützen zu machen. Du siehst ja eine Initiative unten, dass nach den Bogenschützen unsere Schwerttypen dran sind. Und dann wieder dreimal der Gegner. Okay. So können wir vielleicht die Bogenschützen vor den Gegnern. Okay, genau. Machen wir das mal. Ach cool, jetzt sind wir quasi dreimal dran. Schön. So, Bogenschützen sind dran. Jetzt kannst du auf die schießen. Du siehst in etwa, wie viel Schaden wir machen. Und das hat da schon mal ganz gut hingehauen. Jo. Ja. Ha, Noob. So, jetzt kommen wir hier nochmal. Ja, pass auf, Alles gut. Habe ich was falsch gemacht? Das wollte ich dir nämlich auch erzählen, Kontrollbereich. Wenn du jetzt zum Beispiel an den Fünfer-Gegnern vorbeigelaufen wärst, um zu den Zehnern zu gehen, hätten dich die Fünfer angegriffen, weil du in deren Kontrollbereich bist. Sobald du da reingehst und dich wegbewegst, greifen die dich an. Okay, hier Gelegenheitsangriff ist das, ne? Okay. Genau. Interessant. So. Ah, der lebt ja noch. Okay. Aber nicht mehr lange. Schilde hoch. Brauche ich jetzt aber nicht mehr, ne? Den wirst du jetzt wahrscheinlich fertig machen. Okay. Sehr schön. Geil. Sonst ist es natürlich ganz cool, die Zauber dann im Kampf einzusetzen. Es wird natürlich schwerer im Aufbau des Spiels, klar. Denke ich mir. Da muss man die Zauber dann auch klug einsetzen. Okay, haben wir geschafft. Sehr gut. Sieg. Unser erster Sieg. Hüterhochstufen. Fertigkeiten und Mächte. Fertigkeit verbessern. Okay, klingt gut. So, wer lesen will, wie gesagt, macht Pause und dann könnt ihr das lesen. Neue Stufe. Ah, okay. Also Fertigkeiten verbessern, neue Fertigkeit kommandieren verbessern. Ich muss mir was aussuchen, ne? Genau, ja, das ist jetzt nach deinen Kampfvorlieben wahrscheinlich. Hüten, Nahkampfresistenzen, Nahkampfoffensive ballistisch. Kommandieren ist ganz cool, weil du dann einen vierten Slot freischaltest für mehr Truppen. Du hast ja bisher nur drei Slots. Wäre natürlich auch gut, die Truppen, die man hat, zu verbessern. Andererseits finde ich es auch gut, mehr zu haben. Sind die dann für immer weg hier oder kommen die später nochmal zur Auswahl? Ich glaube, die kommen nachher nochmal zur Auswahl. Okay. Ja, dann würde ich vielleicht erstmal mich noch für einen Truppenplatz entscheiden und später dann verstärken. Würde ich auch machen. Ja. Also meine Idee. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Goldmine ist zurückerobert. Kann noch den Goldhaufen mitnehmen, richtig. Geil. Gut. Schön. Na denn? Dadurch, dass du jetzt die Mine hast, generiert die jede Runde 500 Gold. Siehst du auch oben am Bildschirmrand. Das Gold braucht man natürlich nachher, um Truppen zu bauen und sowas. Okay, sehr schön. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ja, du kannst den Obelisken nochmal anklicken.
Den hier? Mhm. Okay. Was bist du denn? Schönes Tribut an die Ordnung? Cecilia war keine einfache Kommandantin. Sie entstammte den Reihen der Hüter, vermochte die Essenz ihrer Truppen zu kanalisieren, um mächtige Zauber zu weben. Weben? Erinnert mich an Rat der Zeit. Okay, als sie den alten Tribut an die Ordnung berührte, spürte sie, wie seine Essenz ihr Kraft verlieh. Sie... Ja. Und dann war der Text weg. Da unten, das kannst du auch noch besuchen. Unterhalb. Altes Schlachtfeld müsste das sein. Hier. Okay. Muss man ja aber genau hingucken hier. Minus 10 Offensive. Okay. Ja, aber dafür mehr Verteidigung. Mhm. Also da sind nicht immer nur positive Sachen bei, oder man muss es halt abwägen. Okay. Aber das weiß man vorher nicht, ne? Nee. Huch. Oh Gott. Ja. Mehr Leute. Gerne. Genau. Schön. Du kannst die Truppen auch aufteilen, wenn du möchtest. Also das geht auch. Du kannst zum Beispiel jetzt aus den 12er-Slot, die du gerade eingesammelt hast, kannst du zum Beispiel zwei Sechser machen, damit du die breiter gestellt aufstellen kannst auf dem Schlachtfeld. Aber natürlich dementsprechend sind sie dann auch stärker. Okay, ich lasse erstmal so, wie es ist, würde ich sagen. Jetzt gucke ich hier noch. Ah, dachte ich mir nämlich, dass ich noch mehr kriege vielleicht hier in den Lagern. Ja, da oben ist noch ein bisschen was zum Einsammeln, genau. Sehr schön. Na wunderbar. Bogenschützengarnison. Kann ich die, habe ich die an jetzt? Mhm. Okay. Also wenn es besser ist als das Rüstungsteil, was du schon hast und das hast du noch nicht gehabt, dann zieht er das automatisch an. Ein Schrein. Vor Jahrhunderten umspannte das Imperium von Aurelia die ganze Welt. Statuen der Kaiserin finden sich noch immer in ganz Arleon und viele Menschen schwärmen von den goldenen Jahren Aurelias. Schön. Initiative hoch, finde ich gut. Das ist immer gut. Ich glaube, ich habe alles noch, ja. Ach ja, da ist der nächste Kampf. Oh, warte mal. Okay, ist noch nicht. Puh. Weil jetzt da könnten wir mit 24, die könnten wir ja tatsächlich mal aufsplitten. Ja. Aber du kannst es doch einfach lassen. Also ich würde es tatsächlich so lassen. Ja, okay, gut. Ja. Dann mache ich erstmal so weiter, wie es ist. Und jetzt siehst du auch, dass die grün sind. Das hast du jetzt gesehen, bevor du geklickt hast. Ja, hab's gesehen. Das heißt, wir können sie jetzt einschätzen und das sind natürlich leichte Gegner für uns. Okay. Du bist, glaube ich? Nee. Achso, das ist gar kein... Warte mal. Nee. Aufgestellte Barrikaden mitsamt einer kleinen Truppe bewaffneter Bauern versperren die Straße nach Westen. Jetzt. Du fließt besser, klein, tapfer Herz. Feuersteinhügel ist nun freies Land. Frei? Höchstens um von Banditen heimgesucht und von anderen Baronien gebrandschatzt zu werden. Wer wird die Menschen beschützen? Ihr etwa? Warum nicht? Wie du siehst, sind wir recht gut gerüstet. Ha, das sehe ich. Aber ich mahne euch, eure nächsten Handlungen sorgfältig zu überdenken. Legt eure Waffen nieder, beantwortet meine Fragen und ich lasse Gnade walten. Oder stellt euch gesetzlos gegen mich und mein Schwert bringt Gerechtigkeit. Sprecht, wer hat euch bewaffnet? Jemand mit guten Absichten gab uns diese Waffen. Ich kenne die Gnade von Tapferherz. Ich sah sie, als der alte Graf Hammond von deinem Vater enthauptet wurde. Also, kehr um. Oh. Es bereitet mir keine Freude, das Schwert gegen meinen Untertan zu richten, aber ungesetzliches Handeln wird nicht geduldet. Tapfer Herz fällt niemals. Sind wir hier die Arschlöcher in dem Spiel? Naja, den Graf enthauptet, der hat's bestimmt verdient. Ja, na gut, gehen wir mal davon aus, der hat's verdient. Der hat wahrscheinlich, weiß ich nicht, unsere Tochter beleidigt oder so. Okay. Das ist ganz schön weit weg, aber es steht schön hoch, ne? Kommen wir da ran? Vermutlich müssen wir uns wahrscheinlich doch bewegen, weil die Reichweite ist natürlich nicht unendlich. Mhm. Aber man kann sich halt leider nur auf diese blauen Punkte bewegen. Na, weiter. Also, die da runter, weiß ich nicht, können die hier gut laufen auf dem erhöhten, die Schwertkämpfer? Ja, ich glaube, die Idee ist ganz gut, dass du die Schwertkämpfer da in die Mitte stellst und dann vielleicht die Bogenschützen nach vorne, ja. Das war meine Idee, weil dann kommen wir vielleicht gleich hier ran und müssen hier nur noch laufen. Okay, ja, so hätte ich es, glaube ich, gerne. Dann los. Okay. 3 gegen 3. Quasi. Achso, ich kann ja nicht. Was? Ich wollte gerade die Figuren wechseln, kann ich ja gar nicht. Auch wenn wir dran sind, hast du natürlich trotzdem schon Essenz. Ja, also immer dran denken, das einzusetzen. Oh! Oh, sehr schön. Oder vielleicht unsere Truppen erst bewegen oder bei der letzten Truppe. Weiß nicht genau. Je nachdem, wie du es machen möchtest.
Das geht auch, wenn ich das jetzt zum Beispiel, also wenn ich das jetzt auf mich mache, kommt er quasi in der nächsten Runde eher dran wieder. Das würde hier nur keinen Sinn machen. Ne? Aber wenn ich das richtig sehe, dann ist er sowieso als erstes dran. Nee, ja, das macht gar keinen Sinn. Also im Moment macht es keinen Sinn. Ja. Nee, irgendwie nicht, ne? Weil die Gegner werden auf jeden Fall vorher dran sein, ne? Das können wir nicht verhindern, genau. Okay, na, dann macht es, glaube ich, gar keinen Sinn, dass jetzt. Also zumindest der Zauber gibt jetzt keinen zweiten Angriff oder keine zweite Bewegung, nein. Okay, dann komm mal du da hin. Oh, schön, wir kommen ran. Das ist natürlich. Oh, was haben wir hier? Der Schild der Essenz wird euch beschirmen. 10 Verteidigung und 10 Zauberschadenresistenz. Das ist gut, ne? Genau, würde ich auch so machen. Hat er schon gut Verteidigung durch das Schild? Sollte ich das lieber Bogenschützen geben oder? So, da wir ja gleich sicherlich noch in den Nahkampf müssen. Wahrscheinlich mehr als einmal. Dann gebe ich ihm. Ist auch wahrscheinlich, dass die eher ihn angreifen, weil er dann so nah dran ist. An die Bogenschützen kommen sie vielleicht gar nicht so ran. Bam! Schwung! Schön. Mhm. Hier kommen wir. Doch, kommen wir schon ran. Ja. Okay, perfekt. Aber kann sein, wenn wir nicht so nah dran stehen, macht man nicht so viel Schaden. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das kann sein, dass dem so ist, ja. Nun, guck mal dahin. Jetzt wieder zaubern. Oh ja, stimmt. Das muss man in jeder Runde quasi wieder machen. Hat er das? Ja, aber wenn sich dann Essenz ansammelt, klar, also du verstärkst jetzt den Effekt dadurch, ne? Okay, sehr cool. Ich komme nicht ran, ne? Warte mal, wen hatte ich denn hier gerade? Ihn. Achso, ist durch, ne? Die sind durch, ja? Ja. Jetzt sind die Armbrustschützen dran. Die können immer nur einmal schießen und dann müssen sie nachladen. Das sieht man auch. Okay. Also du kannst sie bewegen, aber dann laden sie, glaube ich, nicht nach in der Runde. Okay, aber rankommen tun sie auch nicht, ne? Das ist jetzt auch ein Problem. Na gut, ich lasse erstmal nachladen. Geht das schon? Okay. Und dann, was mache ich mit dem Fass hier? Kriege ich da was? Ich habe die ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Kann ich dir gar nicht beantworten. Okay, ich gehe erstmal hier hin zum Gegner. Vielleicht kommen wir ja noch dazu, uns das Fass mal anzugucken. Da komme ich nicht ran, ne? Geht nicht. Ich kann ja auch schon zaubern wieder. Habe ich wieder verplant. So. Bitteschön. Müsste sich nur ein Feld bewegen, um den da oben zu treffen, ne? Sieht man so ein bisschen an diesen orangen Linien. Ah, okay. Ja, verstehe. Aber kann ich jetzt hier mit ihm nicht, ne? Ja, ist dann halt so. Durch. Nur hier aber. Ha. Sehr schön. Ah, wenn ich jetzt töte, kann ich das fast nicht mehr ausprobieren, ne? Verdammt. Probier mal aus, da passiert ja nichts mehr bei den Kampf. War aber nichts drin, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Außer, dass du Essenz bekommen hast durch den Angriff. So. Ja, die waren echt gut ausgerüstet. Ja, total. Also ich hatte richtig Angst. Also richtig, richtig Angst. Ja, ich auch. Ich habe schon gedacht, das Let's Play wäre vorbei. So, schön. Nehmen wir mit. Oh, 900 Gold. Wow. Okay. Oh, wer ist ein Raubritter? Der sieht irgendwie gefährlicher aus. Ja. Aber ein Leben am Limit. Immer wann. Ja. Was soll's? Oh. Als sich Cecilias Truppen Feuersteinhügel näherten, trat ihnen eine gut gerüstete Streitmacht von Soldaten entgegen, welche keine Wappen oder Farben einer Baronie trugen. Ritter, Burgenschützen, ihr seid kein gewöhnlicher Banditenhaufen. Ich wollte schon immer mal einen Hüter töten. Ha, ihr werdet nicht der erste ritterliche gerne groß, den ich versohle. Okay. Was, mehr darf der nicht sagen? Nee, scheinbar nicht. Ich würde es, glaube ich, wieder so machen. Ja. Das ging gerade ganz gut. Ist, wenn ich automatisch mache den Kampf, ist der dann quasi immer schlechter oder wären die, machen die immer das Beste draus? Ja, also ich glaube schon, dass der Computer versucht, das Beste rauszumachen, ja. Deswegen ja auch die Einschätzung vor dem Kampf. Okay. Die übrigens wieder grün war jetzt bei dem Kampf. Hm, ich habe es nicht gesehen, viele Truppen ist, ja. Noch recht wenig. Beschleunigen. Wer ist denn der da? So. Mhm, gut. Der sieht schon, sieht cool aus, ne? Also ich muss sagen, ich finde die Grafik echt schön.
So auch von den Leuten, vom Charakterdesign jetzt auch hier mit dem Pferd, ist schon sehr hübsch. Aua. Autsch. Okay. Sehe ich eigentlich, wie viel ich denn noch an HP hat? Nee, ne? Weiß ich nicht, wenn er den. Das zeigt dir so, glaube ich, nicht an. Du siehst jetzt, dass es auf jeden Fall noch zwei Einheiten sind. Mhm. Dass wir ein, null oder eine töten davon. Das kann man sehen. Okay. Ach so, das heißt das, okay. Ha. Wir haben auch einen blöden Nachteil, ne? Aber ich komme nicht hoch. Oh. Ja, greifen von unten an, ne? Mist. Na gut, geht jetzt leider, glaube ich, nicht anders. Aua. Mist, der hat so einen Gegenangriff. Das ist ja gemein. Den hast du aber auch. Um die Gegner dich nicht töten, dann hast du auch automatisch einen Gegenangriff. Ach, der muss nachladen. Oh. Okay. Na gut. Ich hoffe mal. Würdest du dich zurückziehen mit ihm oder lieber nachladen? Ja, ich glaube, wenn er sich jetzt bewegt, lädt er nicht nach. Mhm. Das ist das Problem. Ich würde ihn einfach stehen lassen. Wir verlieren dann gleich ein paar Einheiten, ja, aber nun ist nun mal der Krieg. Ja, stimmt. Okay. Ah, das habe ich mir gedacht. Oh, ouch. Okay. Okay, wen haben wir jetzt hier? Den oberen. Kann ich auch. Ich kann aber weglaufen und schießen noch, ne? Dann machst du aber nur 50% Schaden, wenn du wegläufst. Ja, und wenn ich geschossen habe, kann ich nicht mehr wegrennen, ne? Genau. Okay. Ja, weil der danach direkt auch den Konterangriff macht und ich meine, die Einheit ist verloren. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Ja, ich meine, der hat eh nur noch eins, also. Komm. Da ist er. Ah, nee, weg ist er noch nicht. Okay. Wenn ich jetzt mit dem bewege, auch nur noch 50, ne? Also, du könntest natürlich versuchen, ganz komplett außen rum zu laufen, also da an dieses Steinhaufen vorbei. Aber wenn du jetzt durch den Kontrollbereich gehst, greift er dich an. Auch noch. Na, dann greife ich lieber an, glaube ich, ne? Ja, du tötest den. Sehr gut. Okay. Gut. Die Armbruchschützen haben natürlich genau denselben Nachteil. Die haben dann auch 50% Schaden, wenn du sie bewegst. Ja. Wegen an Initiative. Mhm. Dann können sie immerhin noch einen Nahkampfangriff machen. So, mit Rechtsklick. Ha! Oder so, genau. So geht's natürlich auch. An den will ich jetzt noch nicht rankommen, das heißt, ich müsste näher gehen. Der hat ja auch, der hat noch, ne? Der ist nicht, der muss nicht nachladen. Wenn er so oben hat, ist gut, ne? Ne, genau, jetzt ist er nachgeladen und ich würde, genau da würde ich hingehen. Mhm. Vielleicht reicht das dann von der. Ach, sehr schön. Na, komm du mir mal her. Die Schweine. Immer wegrennen. Das ist eh schon alles auf ersten Platz hier. Bringt nichts, ne? Ja. So. Reicht das? Ah nein, es reicht nicht. Ja, die lädt eh nach. Also, kann jetzt nichts machen in der Runde. Aber jetzt sehen wir zumindest, dass er, wenn ihn bewegst, er trotzdem dann gleich schießen kann. Vermutlich. Na, jetzt ist eh vorbei. Ja. Egal. Ich finde dieser Finishing-Moves voll cool. Der schläft nur, der gegnerische Soldat. Schläft nur? Mhm. Hat ein bisschen Nasenbluten, hat er sich hingelegt. Ja, war schon ein bisschen härter, der Kampf auf jeden Fall. Ja, dann war jetzt schon... Da habe ich kurz ein bisschen Schock bekommen. Ganz bisschen. Eine Schar von Bauern, angeführt von Dorfältesten, trat hervor, um Cecilia zu begrüßen, als ihre Truppe in Feuersteinhügel eintraf. Ich habe die Rebellen bezwungen und Feuersteinhügel wieder dem Schutz von Tapferherz unterstellt, wie es meine Pflicht ist. Wer von euch also will mir verraten, was hier vor sich geht? Diese Ritter und ihre Schergen tauchten vor kurzem auf und bewaffneten alle Unruhschiffer vor Ort. Sie bemächtigten sich unserer Steinbrüche und Minen und begannen die Lieferungen nach Süden in Richtung Borkensporn zu schicken, wo ihr Gönner wartet. Und keiner von euch hat sich ihnen in den Weg gestellt? Keiner von euch hat nach dem örtlichen Vogt gesandt oder Lenzfeste ersucht? Nein, Herrin. Wir bangten um unser Leben. Wir haben einen Boten nach Hoffnungslichtung geschickt, um sie zu warnen, um Hilfe zu ersuchen. Er kehrte nie zurück. Erinnert euch das nächste Mal, wenn man euch die Unabhängigkeit anbietet, an genau diesen Moment.
Ich werde die Baronie stets behüten vor Bedrohungen von innen und von außerhalb. Tretet meiner Streitmacht bei und wir werden gemeinsam wieder Ordnung im Territorium einkehren lassen. Wir folgen dem Ruf zu den Waffen von Tapferherz, so wie für euren Vater vor euch. Es gibt tüchtige Rekruten in der Bauernhütte. In der Bauernhütte. Ja, ja du. Du erwartest natürlich gleich wieder Elite-Soldaten. Ja, wenn schon. Was denn hier? Ja, also die kannst du jetzt kaufen. Wie Bauern kaufen? Oder Militär? Ja, die muss einkaufen. Die kommt ich hab die hier gerade gerettet. Also. Ja. Also du kannst jetzt erstmal 30 und dann kannst du nochmal 50 einkaufen. Dann sind auch alle Slots dann belegt. So funktioniert das, wenn du möchtest. Ich will dafür nicht bezahlen. Ich habe ihr Leben gerettet. Hallo. Du bist echt von der bösen Seite. Ja, was soll denn die Scheiße? Ich kann mir das nicht mal leisten. Okay. Ja. Nee, auflösen nicht, ne? Das ist falsch, oder? Genau. Okay. So könntest du hier ansplitten, ja. Halt. Ach, hier. Okay. So, was haben wir noch? Krieg ich auch irgendwo was? Ja, durch das Bauernhaus hast du gerade Gold bekommen. Jüngste also pro Runde. Okay. Okay. Ich beanspruche das jetzt quasi alles für mich. Mhm. Oh. Ja, du eroberst es zurück, ja. Das siehst du natürlich dann auch durch die blaue Fahne da links an den Gebäuden. Mhm. Aber hier ist noch Stein einsammeln. Habe ich hier was falsch gemacht? Ach, da warst du gerade. Weil keine Fahne ist, habe ich mich gefragt. Okay. Ach so. Ja, okay. Scheint keine zu kommen. Oh, da oben ja auch. Oh, genau hingucken hier unten. Hier im Spiel. Eine Schenke erfüllt jede Armee mit Energie und Tatendrang. Okay. Gut. Jetzt müssen wir nach Süden. Entweder gehst du jetzt nochmal da rechts bei dem Wegweiser vorbei, den du noch nicht angeklickt hast. Oder gehst direkt nach Süden. Wo ist denn der? Ah, warte, ich zeig's dir. Ja. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Mensch. Hui. Ach. Weil die Mission ist ja auch nicht zeitkritisch, also okay. Kannst du ruhig Zeit lassen. Gibt es zeitkritische? Ist mir jetzt noch nicht untergekommen, kann ich mir aber vorstellen, dass man irgendwelche Missionen irgendwann mal, weiß ich, bis Runde 20 erledigt haben muss oder so. Das glaube ich schon, ja. Wird sich auf jeden Fall anbieten. Eine kleine Gruppe von Cecilia Speeren erwartete sie am Straßenrand. Herrin Zapferherz, Korporal Grünforst, eure Vogtin, Willia von Dornenklipp, hat uns entsandt wie befohlen. Eure Truppen halten sich am Waldrand verbogen. Korporal, das ist nicht der Rand des Waldes. Diese Truppen lagern in der Bruchwildnis. Ihr habt womöglich die Fahe erzürnt. Ei, Herrin? Das sind gewisslich doch nur Sagengestalten, aber glaube für das Bauernpack. Haben meine Vorfahren etwa ein Abkommen mit Fabelwesen geschlossen? Das Gesetz der Blätter gilt noch immer und wir müssen ein Opfer bringen oder wir brechen den Frieden. Erwägt, was wir den Waldwesen opfern sollten, um für euren Fehler zu büßen. Ich erwarte euer Urteil. Verfügt über mein Leben. Dein Tod würde niemanden nützen. Wenn mich mein Geschichtswissen nicht täuscht, gibt es südwestlich von hier einen Opferbaum. Folg mir, Korpul. Ich brauche all meine Soldaten. Auch solche, die Fehler begehen. Lebe, um zu dienen, Herren Zapferherz. Okay, dann opfern wir jetzt mal den Korpul. Huch, hab ich den jetzt mitgenommen? Warte mal. Nein. Verdammt. Weil ich immer so schnell klicke. Kannst du jetzt auch nicht mehr anklicken? Das ist aber komisch. Nö, das ist irgendwie Steinhaufen, weg. Steinhaufen. Achso, Entschuldigung. Ja, das wäre jetzt gerade ein bisschen doof mit dem. Nein. Ja, so. Naja, der war eh nicht ganz helle. Ja, ich dachte, das war wieder irgendwie so ein Tutorial-Tipp oder so, der da kommt. Habe ich zu spät reagiert, leider. Zu spät gesehen. Ich nehme mal die hier alle mit. Achso, schon wieder. Ach, da sind sie. Okay. Sagen wir jetzt einfach mal, die wären das. Genau. Riesenpilze? Die Spuren dieser seltsamen Pilze erfüllen die Armee mit Berserkerzorn. Okay, hier ist irgendwie so viel los. Wo soll ich denn zuerst denn? Bringt es dann. Oder ja, dein kannst du auch. Achso, schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich die da angreifen soll. Die komischen Elfen da.
Wenn du weiterkommen willst, ja. Okay. Also ist optional, man muss es nicht machen. Okay. Weiß nicht, ob sich das auswirkt. Huch, als Cecilia diesen seltsamen Bogen näher betrachtete, fiel ihr auf, dass er sich beinahe warm anfühlte und leicht pulsierte. Sie hatte bereits zahlreiche fremdartige Ruinen aus der Epoche Aurelias untersucht, aber noch nie eine, die so lebendig schien. Und nun? Okay. Werfen wir mal in den Wald rein. So. Ah, jetzt. Oh! Oh. Plus 10% Fernkampfresistenz. Nahkampfresistenz. Wir haben es halt oft mit Fernkämpfern zu tun, ne? Ja, schon, ja. Ich würde das da nehmen. So, ich mach mal kurz erstmal das Ding hier und dann gehen wir nochmal dahin. Okay. Erstmal hier kurz schauen. Ein Rundschild. Oh. Habe ich jetzt hier? Hier noch. Gut. Ja, dann. Okay. Komische Viecher. Pfeilgeister. Da wissen wir wieder nicht, was es ist, ne? Müssen wir herausfinden. Okay. Ja, denn los. Pfeilgeister, fliegende Geschöpfe der Bruchwildnis mit fledermausähnlichen Flügeln, langen Klauen und scharfen Zähnen, surrten und flatterten um den Opferbaum. Sie trugen seltsame Masken und kreischten Cecilia und ihre Truppen an. Sympathisch. Menschen, hinfort! Wir wünschen eine Opfergabe als Wiedergutmachung für unser Eindringen in den Wald zu machen, wie im alten Pakt zwischen uns vereinbart. Weicht, kleine Geister, ich will meine Pflicht tun. Ein Mensch, niemals nie! Geister, stellt mich nicht auf die Probe. Ich bin tapfer, Herz, und wie vereinbart will ich Wiedergutmachung leisten. Wenn ihr mir weiterhin den Weg zum Opferbaum versperrt, zücke ich die Waffen und erlöse euch von eurem Elend. Elend bist du. Leid! So sei es. Ja gut, wenn sie nicht hören wollen. Moment, wo ist denn unser Schwertkämpfer? Achso, ich sehe gerade. Okay. Nicht zugänglich für bedrohende Argumente. Oh, der hat ja nur 6. Hätte ich vielleicht mal ein bisschen besser aufteilen sollen vorher. Geht jetzt nicht mehr, ne? Jetzt zu spät. Ja, okay. Du kannst dich zurückziehen, aber ich weiß nicht, ob es da einen Malus gibt. Nee, dann gehe ich lieber so in den Kampf. Ist okay, kriegen wir schon hin. Warte mal, die haben jetzt hier quasi 3. 6, der hat den Schutz von dem und... Ja, okay, mache ich so. Was dagegen? Das schaffst du. Okay. Dann los. Wir können natürlich auch die schnellen Schlachten machen, aber ich glaube, alle wollen sehen, wie wir das hier kämpfen. Vor allem, weil wir die noch nicht gesehen haben von nah. Die sind ja sehr hübsch. Ja, auf jeden Fall cooles Design. Ja, schon. Schick, aber eklige Viecher. Heißt du halt, ne? Hopp. Bringt das? Ne, das bringt gar nichts, ne? Warte mal, das würde mich jetzt mal interessieren, wenn ich das mache, ob der hier vorruckt, vor die. Okay. Ja, müssen wir wissen, wie viel Initiative die halt haben, ne? Dann macht er aber nicht. Da durch. Er bleibt scheinbar da. Okay. Alle außerhalb der Reichweite, ja, das ist natürlich doof. Sehe ich irgendwie, wie weit ich laufen muss, damit ich die hier killen kann? Ja, du siehst diese orangene Linie, die gestrichelt hat, die sich bewegt. Also quasi 2 Schritte, ne? Oder? Für mich sieht es aus wie 1 Schritt, würde ich behaupten, erstmal, um die ersten zu treffen. Oder? Ach doch, so. 1 Schritt müsste sein. Ja, hast recht. Hast recht. Okay, die haben wir. Der kann sogar stehen, dann würde ich erstmal. Der hat am meisten. Da können wir vielleicht am Schluss drauf und erstmal die, die weniger haben. Ja, du machst sie alle Platz mit jedem Angriff, das siehst du ja auch. An sich ja. Aber ich wollte erstmal auch sicher gehen, dass ich die quasi auch. Gleich Kille. Oha. Okay, die waren nicht so schwer. Die Armen. Entschuldigung. Ihr habt ja nicht anders gewollt. Die Armen. Ja, die. Ich wollte ja vorbei. Sie wollten mich nicht lassen. Oh, Schuhe. Ich finde es übrigens total cool, wie dunkel jetzt die Grafik in dem Wald geworden ist. Durch den dunklen Stimmt. Wald. Stimmt. Ach krass. So, der Pfahl-Opferbaum. Der Opferbaum war der ungewöhnlichste Baum, den Cecilia je gesehen hatte.
Ihre Freundin, Vilja von Dornenclip, hatte mal einen beschrieben, doch das wurde ihm nicht gerecht. Die Äste waren geschmeidig und glänzten. Es schien, als leuchteten sie mit einem inneren Licht. Die Blätter klimperten wie Glöckchen in der Brise. Am ungewöhnlichsten aber war, dass der Baum den Duft von warmen, gewürztem Apfelwein verströmte. Oh geil. Wie ihn ihre Mutter ihr manchmal gegeben hatte, als sie ja noch klein war. Ich wäre auch so ein Baum. Fei des Weides. Ja, mein Baum, voll geil. Fei des Weides, für unser Eindringen in eure Wälder bieten wir euch Entschädigung an. Für diese erschlagenen Pfahlgeister ersuche ich um Vergebung. Sie ließen nicht mit sich reden. Möge unser Friede ewig werden. Was? Wie, ich muss Geld geben? Ich, wenn ich das gewusst hätte. Ja, du musst ein Opfer bringen, nicht ein Opfer nehmen. Yeah. Aber warum Geld? Ich dachte, ich opfer den Typen da oben. Okay, dann halt Geld. So sieht die Naturgeister immer auf Geld aus. Scheiß Viecher. Gut, jetzt müssen wir wieder oben hin, ne? Mhm. Mistviecher. Jetzt nochmal zu den Steinhaufen da unten, ne? Steinhaufen? Der hier? Ja, der macht, genau. Ja. Und hier nochmal. So. So, wen haben wir denn hier? Was? Barianische Söldner. Gut. Die Straße wurde von einer starken Söldnertruppe bewacht, welche aus den Handelsstaaten Baria stammte. Ja, da oben. Diese Straße steht nur Erzlieferung aus Feuersteinhügel offen. Wie ich sehe, seid ihr fremd in diesen Gefilden, sonst würdet ihr mich als die rechtmäßige Baronin Tapferherz erkennen. Ich entsinne mich keiner Kriegserklärung der barianischen Stadtstaaten. Folglich seid ihr Diebe und Eindringlinge. Welche anderen Vergehen soll ich der Liste noch hinzufügen? Ihr habt keine Verbrechen begangen. Wir sind ehrbare Söldner, die im Auftrag handeln und lediglich Befehle befolgen. Auf euren Vertrag pfeife ich. Ihr habt mein Erz. Folglich seid ihr Diebe. Ihr werdet es herausgeben, mir verraten, wer euch angeheuert hat. Und vielleicht lasse ich euch gegen Lösegeld zu euren Auftraggebern zurückkehren. Wir haben keine Angst, gegen dich zu kämpfen, Tapferherz. Aber ich warne dich. Unser Vertrag besagt, dass niemand, der die Wappen vom Tapferherz führt, auf dem Feld der Ehre verschont wird. Wenn ihr jetzt umkehrt, können wir diese Schlacht vermeiden. Niemals. Ihr werdet als Diebe und Eindringlinge geahndet. Und mein Schwert wird für den Bruch unserer Gesetze Gerechtigkeit walten lassen. Die mit ihrer Gerechtigkeit. So müssen wir leider kämpfen. Ja, sieht wohl so aus. Na gut. Na gut, dann... Ach, jetzt habe ich die schon wieder nicht. Ach, Mano. Oh. Sag doch mal, Strani. Ja, das ist schon so in Ordnung, wie du die aufgeteilt hast. Okay. Aber der eine hat nur noch 3. Der kippt ja gleich um. Ja, dafür kämpft er ja aus der Ferne. Die Geniere haben jetzt halt den Vorteil, dass sie über 2 Felder angreifen können. Ne? Das siehst du auch durch den blauen Rand. Ich sehe es ja. Aber okay. So ist es halt. Kannst ihn natürlich auch kommen lassen, ist klar. Ja, das überlege ich nämlich gerade, ob ich ihn hier erstmal stehen lasse. Weil beim ersten Mal schaffen die das nicht zu mir, oder? Warte mal. Bis hier kannst du laufen? Ne, ich glaube bis zu dem roten. Siehst du, da links neben... Links neben dem blauen ist nochmal so ein roter Bereich. Ich glaube, bis dahin kann die laufen, ja. Okay, aber dann kann sie ja nicht über 3 pieten, ne? Das geht nicht. Eins, zwei, nein, das geht nicht, genau. Okay, dann würde ich mich fast da stehen lassen, tatsächlich jetzt. Ja, ich wollte mal ausprobieren, ja. Kann ich nichts machen? Okay. Weil mit dem jetzt gegen 3 fände ich ganz schön hart. Du kannst jetzt erstmal auf die schießen und die ein bisschen runterballern, ja, auf jeden Fall. Achso, warte mal, was haben wir hier Schönes? Da die eh alle dran sind, würde ich ihn hier mal schützen, gleich für den Nahkampf. Sie? Oh, tja, tut mir leid. Tschüssi. Ach, die steht noch. Okay. Komm, machen wir dich fertig. Warte. Kannst du den Bogenschützen beschleunigen mit Initiative? Oh ja, natürlich. Bogenschützen, genau. Auch wenn die nur noch 3 haben, aber... Weil die müssen jetzt eh nachladen, die Armbrustschützen. Ja, ich sehe es gerade. Ja, ist klug, ja. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, dann los. Gut. Und bam. Ja. Allzu viel gemacht, aber immerhin. Okay. Ja, alles gut. Kriegen wir hin. Die können noch nicht. Aber jetzt. Oh, die darf 2-mal. Aber wieder auch zurück. Okay.
Ich glaube, die war dran. Deswegen durfte sie. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, was da los war. Sehr schön. Aber das war eine gute Taktik erstmal mit dem Abwarten. So konnten wir die runterballern. Yep. Gut. Habe ich zum Beispiel anders gespielt. Immer, hey, direkt drauf. Egal. Ich dachte, so mit einem gegen drei ist schon ganz schön hart. Okay. Wir könnten mehr, aber ich... Fernkampfresistenz. Aber jetzt, die zum Beispiel waren ja eher Nahkampf. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Ja, es werden natürlich auch Nahkampfgegner kommen. Vermehrt, klar. Ja, ich werde mal listig nehmen. Das bringt uns so ein bisschen vor alles was. Finde ich eigentlich ganz nett. So. Standi, kannst du mir sagen, wie lang das jetzt ab hier noch geht? Warte mal, ich scroll mal kurz mit der Maus rum. Mhm. Auch nicht. Scroll du mal nach rechts. Ach, du kannst ich das kann nicht. Mich okay. nicht mal 100% erinnern. Ich glaube, da unten kommt, im Süden kommt dann noch eine Stadt. Also es dauert noch ein bisschen, ja. Dann würde ich nämlich hier mal einen Cut reinhauen, weil wir schon bei einer Dreiviertelstunde sind. Ja, dann lass uns das machen. Gute okay, Idee. Leute, dann... Schön, dass ihr jetzt bei der ersten Folge des Tutorials von Songs of Conquest dabei wart. Wie gesagt, wir spielen das Tutorial und dann werde ich auf jeden Fall mit Standi im Mehrspielermodus gegeneinander mal spielen. Also wir werden hier wahrscheinlich jetzt nicht zusammen die komplette Kampagne durchspielen. Das kann ich euch nicht versprechen. Oh. Aber das Tutorial hier spielen wir auf jeden Fall zu Ende. Das machen wir in der nächsten Folge, glaube ich, dann klar. Okay, Leute, dann schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Sagt auch gerne was zu dem Spiel. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss.